Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Jetzt habe ich fast vergessen, wie das Spiel heißt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich gucke jetzt nochmal, ob ich... Was ist das hier eigentlich? Ja. Ob ich das Bild von Louis ausgedruckt bekomme. So, das geht wieder alleine. Also ich kann das hier auf jeden Fall nicht drucken. Oder ist eine falsche Taste angegeben? Aber ich muss hier rein. Ach so, von... Ihr habt es nicht gesehen, oder? Ich soll ja gar nicht von Louis drucken, sondern von Briggs. Ich bin so... Okay. Vergessen wir... Ich schneide es aber nicht raus. Ich könnte ruhig wissen, wie daneben ich manchmal bin. Ich versuche die ganze Zeit von Louis ein Bild auszudrucken. Ich muss soll von Briggs ein Bild ausdrucken. Dann geht das natürlich auch. Mensch... Aber warum darf ich von Louis nichts ausdrucken? Ich möchte gerne ein Bild von Louis bei mir aufhängen. Oh, die Wand ist aber schon ziemlich voll, ne? Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so... You know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Okay. Wir räumen auf. Was hat hier gerade dieses Geräusch gemacht? Ah, hier Mäuse? Ich glaube, wir haben Mäuse. Okay. Okay, das Bild, das ist schön. Warum komme ich eigentlich so einfach in den Spind? Sollten die nicht verschlossen sein? You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Okay, warte, hier hinten war ich. Gucken, ob es hier noch mehr zu tun gibt. Hier eigentlich passiert? Haben wir keinen Hausmeister? Oder eine Reinigungskraft? Die das aufräumen kann? Ich kann es nicht aufräumen, ihr habt es gesehen. Kette. Aber ich konnte nicht. Today is not available? Ja.
Wir gehen erst runter. Oder wartet mal. So. Okay, irgendwas ist kaputt mit dem Spiel. Ich mach nix. Das Spiel ist kaputt. Oh, echt jetzt? Es hat ein Update gemacht vorhin und was passiert hier? Das wäre absolut nicht gut, wenn das so bleibt, weil dann kann ich ja nicht mal... dann kann ich ja nicht mal eine Mission auswählen, die ich vielleicht machen möchte. Oh no! Nein! Wartet! Ich muss die Liste einklappen. Ich treffe nicht. Ich kann die nicht einklappen. Ich kann die Mission nicht mehr auswählen. Jetzt. Oh mein Gott. Ich hoffe nicht, dass mein Spiel jetzt kaputt ist. Oh, ich hasse es, Updates zu machen. No, no, no. Vielleicht hilft dann irgendwie mal neu laden oder so. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking right. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Sind wir nett? You helped plenty. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Okay. Das Problem ist, ich konnte die Quest jetzt nicht aktivieren, weil er mich einfach sofort angequatscht hat. Wenn ich jetzt in meine Quest-Übersicht gehe... Wow, okay, Problem gefixt. Ich hatte gerade echt Sorge, dass mein Spiel kaputt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber wenn du halt jetzt schon 9,5 Stunden oder so aufgenommen hast und plötzlich ist das Spiel kaputt und es war alles umsonst, ist das super ärgerlich. Aber es hat sich gefangen. Vielleicht... I love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. Vielleicht war einfach nur die Stelle, wo ich gerade gestanden habe, oben Buggy oder so. Can I come in? No. I can't help myself. That was awesome. You're not done yet. Right. This has to be some sort of record. It is not. Irgendwie ist heute, komme ich wieder nicht mehr klar mit der Aussensitivität. Aber sind wir schon besser als beim letzten Mal? Wow.
Damn, missed. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. So that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Everything okay? Bitte. Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Ah, guckt euch das an. Bald stehen wir wieder auf der Tafel. So muss das doch. Okay, jetzt können wir aber zum Gefängnis. Oder ist hier unten noch jemand, der vielleicht unsere Hilfe braucht? Also, so Nebenquest-mäßig? Ist hier jemand? Hier hinten war ich noch nie. Aber hier ist auch nichts. Mal kurz gucken, ob ich hier rein theoretisch ausgehen kann. Und wenn ich jetzt zu meinem Auto dort hinten gehe, ob ich dort dann einfach nochmal in ein Gebiet zurück kann, wo ich vielleicht schon mal war. Nee. Gut. Haben wir das aber auch getestet. Dann machen wir jetzt Main Quest. Gehen ins Gefängnis. Weißt du nicht, wer jetzt... Wer könnte jetzt hier sein, der mit mir reden will? Der Spielladenbesitzer? Also der Casinobesitzer? Oder doch der Typi, den wir verhaftet haben, gerade in dem Industriegebiet und nicht mitgenommen? Oder... Ich weiß nicht, wer jetzt hier mit uns reden möchte. Na, wir gehen einfach mal gucken. Nichols? Ah, there's my favorite law enforcement officer. Also mit dem habe ich jetzt aber nicht hier gerechnet. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Pickles. Was ist eigentlich aus... hieß er Daniel, der Sohn von Briggs?
Spielt er immer noch mit seinen Holzklötzchen? Oder nicht mehr? Okay, wir gehen jetzt im Besprechungsraum und dann gibt es eine neue Mission. Oh, möchtest du das Gebiet verlassen? Das heißt, wir kommen nicht mehr zurück ins Revier. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Wer trifft mich hier? Das fand ich jetzt... Warum schon wieder komische Effizienzherausforderungen? Warum? Ein
Von wo schießt du hier? We need to win this. Ist da einfach 12 Leute gegen mich. Also ich meine, hier vom OCP, 12 Leute ballern los und ich soll mehr Leute umbringen als die? Das sehe ich irgendwie nicht ein. Warum stand ich halt voll im Schussfeld? Ich wusste gar nicht so richtig, wo ich mich verstecken soll. Ich hab direkt eine Heilung verballert. Das finde ich jetzt nicht so nett. Ich glaube, ich kann schon wieder meine S-Note vergessen. Bei der Bewertung von der Mission. Sanktum von Alex Murphy. Kann ich es bitte lesen? Mir ist übrigens aufgefallen, dass bei dem Kalender ist August. Ich hatte aber jetzt auch schon einen Kalender, da war September. War das im Krankenhaus oder im Revier? Auf dem Gelände, wo wir jetzt letztens waren, war glaube ich auch August. August-Kalender. Aber die sind sich nicht immer so einig, welcher Monat gerade ist. Wartet mal. Ich muss erstmal looten, okay? Falls hier irgendwo was ist. Immer nur die Monitore. Schade. Sonst ist nichts los hier. Was sind das hier für Akten? Ne, das ist eine Zeitung. Okay. Oh, dann machen wir jetzt mal für die anderen die Tür auf, damit die auf jeden Fall als erstes natürlich wieder die Leute umliegen können. Kein Problem. Ich glaube, ich kann die nicht erschießen. Aha, aha, aha. Okay, auch nicht so viel zu holen. Oh, doch hier. Ich werde auf jeden Fall. Please put down your weapon. Was treffe ich denn hier nicht mehr heute? Ich werde auf jeden Fall. I can see your bank job turned out to be quite intense. Ed 209's behaving themselves? So far so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Ich bin halt noch
Ich habe echt mein Elf verloren in den letzten 3 Tagen. Ja. Das kann doch nur scheitern. Wie soll ich denn hier mehr Punkte machen als die? Ich meine, ich könnte natürlich besser treffen. Ah, besser treffen wäre jetzt eine Möglichkeit. Ich glaube, Treppe hoch kommen sie nicht, ne? There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Gar nicht offensichtlich, wo dieser schwächste Punkt in der Wand ist. Ah, okay. Oh, hier wäre noch ein Sicherungskasten gewesen, aber gut. Hab mich jetzt so geheilt. Komme ich hier durch? Lass mich auch was machen. Oh Gott, falls dort Loot ist. Jetzt. Keep your eyes peeled. Noch am ganzen Loot vorbei. Suspect is down. Schießen die! Ja, SWAT-Team hat gewonnen. Wow. War das jetzt irgendeine Überraschung? Wirklich, kommentiert mal bitte, für wen das jetzt eine Überraschung war, dass die gewonnen haben. Hm? Würde mich jetzt mal interessieren. Gut, mein Aim ist heute halt wirklich nicht so gut, ne? Zu meiner Verteidigung. Ich war halt den ganzen Tag schon arbeiten. Bin heute im Kopf nicht so frisch wie am Wochenende. So, Ausreden und so. Aber... ja, mein Aim ist heute nicht so gut. Ich geb's ja zu. Aber die können mich doch nicht gegen Maschinen und Menschenmassen antreten lassen. Wie unfair ist das? Ja, ich bin Robocop, aber ich habe auch nur einen Menschenkopf. So, ist er? Das ist gemein. Achso, hier habe ich ja looten können. So, jetzt fühle ich mich auch besser. Hier war ich noch nicht gucken. So. Und hier. Und hier. Hier ist halt überall nichts, ne? Gut. Doch noch was gefunden? Es lohnt sich. Aber dann gehen wir jetzt zu der... Ah ne, wir sollen den Manager suchen. Der ist irgendwo dort hinten. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich glaube, hier ist gerade ein guter Punkt.
denke ich mal, um die Folge zu beenden. Ich danke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns sehr gerne morgen in der nächsten Folge wieder, falls ihr Lust habt. In diesem Sinne, bis dahin, ich winke euch, macht's gut, bis morgen.